Urban und naturnah, traditionell und modern. Das Mertronviertel gehört zu den attraktivsten Businessquartieren im Rhein-Main-Gebiet und ist Deutschlands erster Bürostandort mit eigener Show. Schlagkräftige Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Die Premierensendung aus der Marie-Curie-Straße 30 in Frankfurt. Der Mertronviertel-Talk auf Rhein-Main-TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum allerersten Mertronviertel-Talk auf Rhein-Main-TV. Zweimal im Jahr wird es ihn geben, ab dem nächsten Jahr. Im Mittelpunkt sollen dabei unsere Gäste stehen, denn mit ihnen wollen wir aktuelle Themen aus dem Rhein-Main-Gebiet rund um Business und Lifestyle erörtern. Genauso in unserer Premierensendung. Wir wollen der Frage nachgehen, was Frankfurt in Zukunft vorantreiben wird. Die Banken, Immobilien, vielleicht der Flughafen oder auch Kunst, Kultur und Wissenschaft. Das besprechen wir mit unseren Gästen und ich darf bei mir begrüßen Frau Professorin Anna Staczynski-Powitz, Dekanin des Fachbereichs Biowissenschaften am Campus Riedberg der Goethe-Uni Frankfurt, Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender des Flughafenbetreibers Fraport AG, den Wirtschaftsdezernenten der Stadt Frankfurt, Markus Frank, auch zuständig für die Bereiche Sport, Sicherheit und Feuerwehr, und den Intendanten des Schauspiels Frankfurt, Herrn Oliver Rehse. Schönen guten Abend. Frau Staczynski-Powitz, Frankfurt als Bankenstadt, das ist bekannt fast überall auf der Welt als Wissenschaftsstadt. Am Campus Riedberg, Biowissenschaften, da habe ich es persönlich seltener gehört. Was finden Sie attraktiv als Wissenschaftlerin an diesem Standort? Früher fand ich gar nichts attraktiv, muss ich sagen, oder wenig. Mittlerweile, ich bin jetzt 21 Jahre hier, hat Frankfurt in der Wissenschaft eine Entwicklung genommen, die enorm ist. Es wurde viel investiert, es haben sich enorm viele kreative, hochrangige Wissenschaftler hier angesiedelt und es sind verschiedenste Gebiete verbessert worden. Und ich glaube, dieser Prozess, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, der ist immer noch im Gange und wird, glaube ich, sehr erfolgreich fortgesetzt. Und das ist das, was mir gefällt. Das ist überhaupt, glaube ich, etwas, was in Frankfurt generell reflektiert wird oder sich in Frankfurt insgesamt reflektiert, dass die Stadt unglaublich sich entwickelt hat und parallel dazu eben auch die Universität. Und das gefällt mir. Es gefällt mir auch, dass es eine Bürgeruniversität ist. Es gefällt mir, dass es viel Kultur gibt, dass es eine kompakte Stadt ist. Also all das, glaube ich, macht den Standort auch als Wissenschaftsort attraktiv. Und wenn wir jetzt noch sozusagen die Wohnungsnot der Studierenden in den Griff bekommen, dann ist es wirklich klasse. Da haben Sie auch gleich die Überleitung zur Kultur gebracht. Herr Rehse, Ihr aktuelles Programm und Thema des Schauspiels Sein oder Haben. Wir bringen das vielleicht ein bisschen in Verbindung mit den Deutsche Banktürmen Soll und Haben. Die Beziehung Kultur-Wirtschaft in Frankfurt, wie sieht sie aus? Naja, also Bewohner der Bankentürme sind schon bei uns im Theater. Das ist gut. Noch nicht so optimal ist die Förderung des Theaters, der Kultur durch die Wirtschaft und durch die Banken. Ich bin sehr zufrieden mit der Förderung durch die Stadt. Also Herr Frank, da muss man wirklich sagen, die Kultur wird in Frankfurt so hoch finanziert wie nirgendwo sonst in Deutschland. Und wir haben eine sehr direkte Kommunikation auch mit den Politikern. Ich beginne für die Unterstützung des Schauspiels, seit ich dafür verantwortlich bin, seit 2,5 Jahren natürlich zu kämpfen, zu arbeiten. Man könnte auch sagen, eine ganze Reihe Klinken zu putzen. Und denke, es ist noch immer nicht selbstverständlich in Deutschland, dass sich die Wirtschaftsunternehmen, dass sich die Banken auch verpflichtet fühlen, die Förderung, die Finanzierung der Kultur nicht nur den städtischen, der Stadt zu überlassen oder an anderen Orten auch dem Staat. Ich würde mir da mehr Engagement wünschen und deswegen beantworte ich diese Frage auch gerne in dieser Richtung. Da werden wir gleich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben zu Beginn ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu Frankfurt noch zusammengefasst und natürlich auch für Sie, liebe Zuschauer, um einen kleinen Überblick zum Standort Frankfurt zu geben. Europäisches Finanz- und Messezentrum, der größte deutsche Flughafen, der drittgrößte deutsche Binnenhafen, rund 680.000 Einwohner und die umsatzstärkste Einkaufsstraße in Deutschland. Das ist Frankfurt am Main.
Als Logistikstandort wird die Stadt im Herzen Europas von Händlern, Spediteuren und Geschäftsleuten hoch geschätzt. Das größte deutsche Autobahnkreuz an der Schnittstelle von A3 und A5 passieren täglich 1/3 Million Fahrzeuge. Am Frankfurter Flughafen werden rund 430.000 Tonnen Luftfrachtgut jährlich abgefertigt. Gut 350.000 Reisende nutzen jeden Tag auf ihrem Weg die Verbindungen des Hauptbahnhofs und Vernetzung prägt auch das Wirtschaftsleben der Mainmetropole. Frankfurt gehört zu den 8 führenden Zentren im Wertpapiergeschäft. Alle großen Finanzhäuser haben hier ihren Sitz, unter anderem die Bundesbank und die Europäische Zentralbank. In der Finanzbranche arbeiten in Frankfurt fast 80.000 Menschen. Wichtig für die Finanztreibenden ist dabei unter anderem die Funktion der Stadt als Internetknotenpunkt. Über die Mainmetropole laufen rund 85% des nationalen und 35% des europäischen Internet- und Datenverkehrs. Doch neben seiner geschäftlichen Bedeutung ist Frankfurt auch für seine Lebensqualität bekannt. Das Mainufer dient seit vielen Jahren der Erholung von Einwohnern und Besuchern. Auch die vielfältigen kulturellen Angebote der Stadt bieten jede Menge Abwechslung. Eingebettet in das Rhein-Main-Gebiet gibt es in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum viele Ausflugs- und Erholungsziele. Die vor kurzem eröffnete Regionalpark-Rundroute verbindet viele dieser Attraktionen, vom Rande des Spessart im Osten bis zum Rheingau im Westen. Frankfurt am Main hat somit für jeden etwas zu bieten. Für Fans urbanen Lebens ebenso wie für Naturliebhaber. Herr Frank, viele Zahlen, viele Fakten. Aus Sicht der Politik, was macht den Standort Frankfurt wirklich attraktiv, sowohl für Unternehmen aus der Wirtschaft als auch für Bürger, die hier wohnen, die dazuziehen wollen? Ich glaube, in dem Filmbeitrag ist sehr wohl deutlich geworden, dass Frankfurt sich insbesondere in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, dass man in Frankfurt gutes Geld verdienen kann, dass Frankfurt am Main eine Stadt der Wirtschaft, des Handelns ist allgemein bekannt. Aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben wir uns insbesondere zu einer Stadt zum Wohlfühlen, zum Leben, eine Stadt der Kultur entwickelt, eine Stadt des Sports. Und ich glaube, das macht Frankfurt am Main aus, dass wir Wirtschaftskraft haben. Es soll ja Städte geben, die damit werben, dass sie arm sind. Das wird Frankfurt nicht machen, das haben wir nicht nötig. Und daraus bezieht ja die Stadt auch die Lebenskraft durch die Wirtschaft, weil wir eben ein Wirtschaftsknoten sind, weil wir ein Verkehrsknoten sind, weil wir einen der größten Flughäfen in der Welt in Frankfurt am Main haben, kommen viele Menschen, deshalb haben sich viele Unternehmen niedergelassen und aus dieser Wirtschaftskraft wird natürlich dann vieles finanziert, was eine Stadt liebens- und lebenswert macht und genau das wollen wir noch weiterentwickeln, weil es in den nächsten Jahren einen Kampf geben wird um die klügsten Köpfe und wir wollen, dass junge, engagierte Menschen eben sich in Frankfurt am Main niederlassen und nicht irgendwo anders. Und deshalb wollen wir unsere Stadt noch ein bisschen weiterentwickeln. Sie sagten gerade, auch wenn wir nicht arm sind, die Kassen der Stadt Frankfurt sind aber auch nicht richtig gut gefüllt. Das passt dann trotzdem ins Bild? Nein, Frankfurt hat eine sehr hohe Wirtschaftskraft. Die Unternehmen, die wir in der Stadt haben, schaffen es, dass wir ein Gewerbesteueraufkommen von über 1,3 Milliarden Euro haben. Das ist einmalig in der Bundesrepublik. Gleichwohl haben wir natürlich viele Ausgaben, viele Investitionen. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Stadt eine soziale Stadt ist, dass jeder Chancen hat, dass wir aber auf der anderen Seite eben nicht ein bisschen Kultur machen, sondern wir wollen Spitzenangebot in der Stadt anbieten und wollen natürlich auch eine Stadt sein, in der es die Möglichkeiten gibt, Sport zu treiben. Wir haben tolle Mannschaften von unserer Eintracht bis zu den Fraport Skyliners, ein ganz breites Angebot. Und ich glaube, diese Mischung macht Frankfurt am Main aus. Wir sind eben nicht darauf angewiesen, dass wir nur einen Wirtschaftszweig haben, sondern dadurch, dass wir so gut erreichbar sind, haben sich eben verschiedene Branchen von Chemie, Pharma, die Finanzdienstleister, viele Berater, Juristen, Betriebsprüfer bis zu den Kreativen hier in Frankfurt angesiedelt. Und das macht Frankfurt eben aus. Und diese Mischung wollen wir halten, weil die sich auch untereinander befruchtet. Die Mischung kam bei den 3 bisher gehörten Rednern durchaus vor. Herr Dr. Schulte, der Flughafen gehört zu dieser Mischung. Wie passt er genau in dieses Konzept und in diese Mischung? Was macht Frankfurt, was wird dadurch in Frankfurt noch besser? Ja, wir haben in dieser Region das Powerhouse Deutschlands. Die Rhein-Main-Region ist so extrem wirtschaftsstark und gleichzeitig wiederum so stark im kulturellen Angebot, so stark in der Freizeitgestaltung mit dem Rheingau, mit dem Taunus, dem Odenwald. Ein kleines Powerhouse, aber wirklich das Powerhouse und doch wieder in der Region direkt eingebettet, was das Lebensgefühl so extrem hoch eben einschätzen lässt. Das kommt natürlich auch durch den Flughafen. Viele Regionen in Deutschland würden sich wünschen,
so einen Flughafen zu haben. Wir verbinden hier über 300 Ziele weltweit. 2/3 des interkontinentalen Verkehrs gehen über Frankfurt in die Welt oder kommen wieder zurück über den Frankfurter Flughafen. Nehmen Sie Regionen wie Hamburg, Düsseldorf etc., da sind das gerade mal 5%. Ja, wir verbinden hier direkt die Welt, deswegen siedelt sich die Wirtschaft hier auch an, deswegen schaffen wir hier die Arbeitsplätze, deswegen schaffen wir hier das Einkommen, was ja für den Konsum wieder sehr entscheidend ist, um auch kulturelle Angebote nutzen zu können und das auf einem Spitzenniveau. Der Flughafen ist ein wichtiger Treiber dabei, aber es gehört immer das Konzert dazu. Das heißt, wir brauchen natürlich auch eine starke Finanzindustrie, wir brauchen eine starke Biotech-Industrie, Pharmaindustrie etc. Und das haben wir hier. Wir haben auch eine starke Industrie. Das sollten wir nie dabei vergessen. Die industrielle Seite ist in diesem Rhein-Main-Gebiet sehr, sehr stark angesiedelt. Die Steuern hat Herr Frank angesprochen. Da tragen Sie natürlich auch gut dazu bei mit dem Flughafen, dass da viel in die Kasse kommt. Zu den Finanzen und dem ausgewogenen Konzept der Stadt, Finanzen und Erreichbarkeit. Was war zuerst da? Was könnte man da sagen? Henne oder Ei? Der Flughafen, sind durch den Flughafen die ganzen Wirtschaftsunternehmen stärker hierher gekommen oder waren eher die Wirtschaftsunternehmen da und dadurch ist der Flughafen mitgewachsen? Das ist exakt, wie Sie es beschrieben haben, Henne und Ei. Beides bedingt sich, beides entwickelt sich. Verkehr zieht Verkehr, wie man das nennt. Das heißt, wir sehen zunehmend Unternehmen, auch jetzt, die sich hier ansiedeln, wegen der sehr, sehr guten Erreichbarkeit. Nehmen Sie einen Medikamentenversand, wenn Sie in Europa Arzneimittel bestellen, haben wir hier einen großen Versandbetrieb, der spätabends noch die Bestellung aufnimmt, am nächsten Morgen europaweit in Apotheken die entsprechenden Medikamente verfügbar macht. Das geht nur durch so einen Frankfurter Flughafen. Dadurch wächst der Flughafen mit, dadurch schafft der Flughafen wiederum zusätzliche Frequenzen, zusätzliche Angebote, dass Sie eben direkt in die Welt fliegen können als Banker. Und nicht erst irgendwo umsteigen müssen, lange Wege haben, das macht es so attraktiv. Also beides bedingt sich gegenseitig, beides wächst miteinander und beides schafft eben die Stärke dieser Region. Herr Rehse, Wirtschaft, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, dass Sie zwar besucht werden, aber Sie wünschen sich da auch eine viel stärkere Förderung. Wie sieht die nach Ihren Wunschvorstellungen genau aus? Naja, wissen Sie, wir können ja als Kultureinrichtung und das Frankfurter Schauspiel zum Beispiel ist das größte Theater, Sprechtheater in der Region. Wir könnten ja die allerunterschiedlichsten Angebote machen. Wir können einzelne Produktionen einem Industrieunternehmen oder einer Bank anbieten. Da habe ich auch überhaupt keine Berührungsängste. Früher war das so, dass man in der Kultur dachte, oh Gott, ich möchte nicht, dass irgendwo ein Logo noch auf dem Programm klebt. Das ist heute genau andersrum. Ich finde, wenn man heute starke Partner in der Wirtschaft hat, dann zeigt es, dass man als Kultureinrichtung angenommen ist und vernetzt ist. Also keine Berührungsängste, kann ich da nur sagen. Es gibt natürlich eine ganz wichtige Schiene mit Jugendangeboten. Das ist auch vielleicht der Bereich, den wir haben mit dem jungen Schauspiel, wo wir mit der Theaterpädagogik wirklich junge Leute ans Spielen ranführen und auch an unsere Produktionen mit Kinder- und Jugendstücken, die ich verstärkt anbiete, weil ich denke, wir müssen auf die nächste Generation zugehen. Ins Theater zu gehen ist nicht mehr selbstverständlich. Dafür finde ich am ehesten ein offenes Ohr und auch ein offenes Portemonnaie. Aber es gibt auch sehr tolle Ausnahmen hier. Eine Bank unterstützt mich mit einer sehr hohen Summe im sechsstelligen Bereich für ein Projekt, über das ich demnächst mit einem wichtigen Aufsichtsratsvorsitzenden dann auch an die Presse gehen werde. Also das kann man in Frankfurt schon bekommen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es ist noch nach oben hin Luft. Und das Geld, das ich bekomme, das gebe ich sofort wieder aus, und zwar für Kunst. Nach oben hin Luft in der Wirtschaft, aber auch nach oben hin Luft in politischer Hinsicht, dass die Politik auch noch stärker unterstützen kann? Wie gesagt, ich glaube, das kann man im Moment nicht verlangen. Also Frankfurt ist mit dem der Beitrag, den die Stadt für Kultur ausgibt, ist pro Kopf umgerechnet bei weitem der höchste im Bundesgebiet. Und ich meine, ich will nicht die Position Ihres Kollegen Semmelroth hier einnehmen, aber ich weiß, dass er darauf verweisen würde und zu Recht. Wir haben auch mit Petra Roth eine OB, die oft ins Theater geht, in die Oper geht. Und von daher denke ich, die Politik ist schon da und die Politik hat ein Bewusstsein davon, dass Kultur, Spitzenkultur gefördert werden muss und dass man dadurch eine Region, die ein bisschen auch natürlich als Wirtschaftsstandort vielleicht bekannt ist als etwas zugig, dass man der Wärme gibt mit Kultur. Und insofern ist es, glaube ich, gut angelegtes Geld.
Frau Professorin Staszynski-Powitz, hier klappt die Zusammenarbeit gut. Ist das in der Wissenschaft auch so? Wissenschaft und Wirtschaft, geht das zusammen? An vielen Stellen ja, finde ich, geht es sehr gut zusammen. Ich glaube, wo es manchmal ein bisschen ruckelt, ist so, wenn die Wissenschaft noch am Beginn ist und die Wirtschaft dann ungeduldig wird, weil sie schnell Ergebnisse haben möchte oder diese Ergebnisse auch nutzen möchte, verwerten möchte. Da gibt es, glaube ich, manchmal unterschiedliche Standpunkte. Was aber wirklich gut läuft, zum Beispiel, Sie sagten vorhin, Biowissenschaften hätten Sie noch nicht viel gehört. Es gibt ein Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum hier in Frankfurt. Das ist unser Fachbereich gemeinsam mit dem Senckenberg-Institut. Und das ist sehr erfolgreich und ich gehe mal davon aus, dass das auch verstetigt wird hier. In diesem Rahmen wird mit Industrie zusammengearbeitet. Da wird auch zum Beispiel, also das ist jetzt keine Industrie, aber zum Beispiel mit dem Deutschen Wetterdienst wird zusammengearbeitet. Wir haben Stiftungsprofessuren an unserem Fachbereich von Merck, von Aventis. Wir haben eine Ausgründung aus unserem Fachbereich, wo ein Kollege, der ist mittlerweile fast Mitte 70, aber arbeitet immer noch sehr erfolgreich in dieser Firma, der macht angewandte Forschung im Pflanzenbereich. Und da gibt es sicher viele Beispiele. Und dann gibt es natürlich auch noch Fachbereiche, die auch auf dem Briedberg angesiedelt sind, wie zum Beispiel Chemie, Biochemie und Pharmazie. Dort gibt es natürlich über die Medikamentenentwicklung sehr viel Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie. Also man muss das immer genau und individuell betrachten, aber grundsätzlich, ja, gibt es erfolgreich. Manchmal ist es am Anfang holprig, aber es ist immer angestrebt, muss ich sagen. Außer der Anfangsholprigkeit gibt es da oftmals oder manchmal Probleme bei so einer Zusammenarbeit, dass da vielleicht Interessenlagen überwiegen, die gar nicht mehr so wissenschaftlich sind? Also die meisten Wissenschaftler, so wie ich es auch tun würde, lassen sich nicht primär von den Industrieinteressen leiten, weil das darf nicht sein, weil Wissenschaft muss man neutral analysieren und darf nicht sozusagen mit Vorgaben drangehen. Dann funktioniert Wissenschaft nicht mehr. Was sicher immer wieder mal ein Problem ist, ist die Verwertung. Und da ist das Problem eher zwischen unserer Universitätsleitung und das, was wir an Verträgen abschließen wollen mit der Industrie. Da gibt es manchmal, sagen wir mal, da knirscht es ein bisschen im Getriebe, weil wir wollen einen Vertrag abschließen und unsere Leitung sagt, da müsst ihr aber härter sein, da müsst ihr mehr rausholen. Also das muss sich, auch da muss es sich einruckeln und meistens finden wir eine Lösung, aber das sind natürlich unterschiedliche Interessen, ja. Aber die sind auch ökonomischer Art seitens der Universität. Aber da gibt es Ausbaupotenzial. Immer Ausbaupotenzial. Ausbau, das bringt uns zum Bereich der Immobilien. Herr Frank, Frankfurt wächst stetig. Hier im Mertonviertel bis in die 80er Jahre das Stammwerk der Vereinigten Deutschen Metallwerke. Bei Herrn Schulte, Gateway Gardens, saßen früher die Amerikaner. Auf dem Riedberg bei Ihnen, das war vor allem Ackerland, Europaviertel, der frühere Güterbahnhof. Wenn wir das ein bisschen einschränken auf die Gewerbeimmobilien, da wird immer weiter gebaut, aber letzte Umfrage, letzte Hochrechnungen, 2 Millionen Quadratmeter leer. Wäre das nicht besser, wenn man erst die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und den Politikern verbessert, um diesen Leerstand, um diesem Leerstand entgegenzugehen, bevor man weiter erschließt? Vielleicht erstmal grundsätzlich zu der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und Wirtschaft und Kunst. Man muss sagen, dass gerade in den letzten 10 Jahren sich eine ganze Menge getan hat. Vor 15 Jahren, wenn die Johann Wolfgang Goethe-Universität gekommen wäre und gesagt, wir arbeiten mit der Industrie zusammen oder mit einer Bank, das wäre verpönt gewesen, es hätte einen Aufstand gegeben, es hätte wahrscheinlich einen Generalstreik in der Universität gegeben. Mittlerweile ist es so, dass es völlig normal ist, dass man mit Industrie zusammenarbeitet, dass die Universität eine Stiftungsuniversität wurde, in dem es eben Projekte der Wirtschaft gibt und die eben genau bezeichnet werden. Und das hat dazu geführt, dass unsere Universität viel attraktiver wurde, dass sie viel mehr Geld auch zur Verfügung hat und dass sie sich fortentwickelt hat. Wenn Sie heute das Ranking sehen, wo wir heute stehen, das ist wirklich gigantisch. Das House of Finance fast
nur durch Stiftungsgelder finanziert, einen ganz tollen Ruf. Und das gilt natürlich auch für die Kultur. Deshalb haben wir einen fleißigen Intendanten wie Herrn Rehse, der natürlich auch die Kultur öffnet. Früher war das auch nicht üblich, dass ein Intendant Banken angesprochen hat, sondern da wollte man unabhängig sein von allen. Und Sie sind ja einer, der sozusagen eine Bewegung losgelöst hat, als Sie vor 2 Jahren gekommen sind. Sie haben einen Neuanfang gestartet und Sie gehen auf Unternehmen zu, deswegen haben Sie welche. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass diese gute Arbeit wahrgenommen wird und dass man sich natürlich dann beteiligt. Aber das braucht eben ein bisschen Zeit. Das haben wir bei der Universität gesehen. Deswegen glaube ich, die Entwicklung ist sehr gut und die Wirtschaft wird da auch helfen, weil sie selbst ja auch was davon hat. Heutzutage ist es eben nicht nur wichtig, dass die harten Standortfaktoren stimmen, also günstiger Gewerbesteuersatz, gute Erreichbarkeit, das wird heute vorausgesetzt, das können wir in Frankfurt bieten, aber die weichen Standortfaktoren, dass man abends ein erstklassiges Stück sich anschauen kann, dass man zum Beispiel hochwertige Kultur in der Stadt hat, Ausstellungen, Museen, darauf wird viel mehr Wert gelegt und in diesem Wettbewerb um die klügsten Köpfe, die schauen natürlich auch, wo soll ich arbeiten. Und es ist eben nicht sexy, in einer armen Stadt zu arbeiten, sondern man ist lieber dort, wo auch was los ist, wo einem was geboten wird. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich. Und zu den Immobilien muss ich sagen, auch da gibt es natürlich einen Wandel. Die Immobilien, die erstklassig sind, die gut angebunden sind, die werden sofort am Markt vermarktet. Schauen Sie sich zum Beispiel ein Beispiel an, den Opernturm. Er ist komplett ausgebucht, weil es eben eine erstklassige Qualität ist, weil er einen hervorragenden Standort hat, weil dort Lifestyle und Arbeiten sehr nah zusammenkommen. Schauen Sie sich das Airrail Center an, das jetzt das Square heißt. Das entwickelt sich super. Und deshalb ist es richtig, dass wir natürlich diese Investitionen durchführen. Und dort, wo Immobilien eben nicht an den Markt kommen, muss man sich Gedanken machen. Man muss besser vermarkten, man muss nochmal investieren, man muss etwas für den Standort tun, man muss die Akteure zusammenbringen. Und dann bin ich sicher, dass sich solche Immobilien auch vermarkten lassen. Aber ist das nicht gerade die Schwierigkeit durch tolle neue Projekte, sei es The Square und dergleichen, dass der Standort zwar auf der einen Seite gefördert und ausgebaut wird, auf der anderen Seite aber der Abstand zu den bisherigen Standortfaktoren, den bisherigen Vierteln, Bereichen größer wird? Nein, ich bin ein großer Freund des Wettbewerbs. Ich glaube, der Wettbewerb, der in unserer Stadt, in der Region stattfindet, führt dazu, dass wir sehr hochwertige Immobilien anbieten können. Und das ist genau das Segment, was sehr viele Unternehmen abrufen. Und das führt dazu, dass andere Immobilien nachrücken werden. Da wird dann nochmal investiert, da wird überlegt, welche Optimierungen kann man durchführen und führt zu einer Optimierung. Oder, was wir ja auch dringend benötigen, Sie haben es vorher angesprochen, wir brauchen auch Wohnraum. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Gewerbeobjekt umgewandelt wird in Wohnraum, dass man mal zeitlich für ein paar Jahre nutzt, zum Beispiel für Studenten oder für Kreative, die ein paar Monate in der Stadt sind, die hier einen Auftrag haben, bis sie dann sich langfristig binden. Also der Wettbewerb tut der Stadt gut und der Wettbewerb führt dazu, dass wir hochinteressante Immobilien in Frankfurt haben und dadurch auch hochinteressante Unternehmen, die genau das benötigen. Herr Dr. Schulte, mit großen Bauprojekten, da kennen Sie sich auch gut aus. Am The Square sind Sie beteiligt. Wie können denn aber solche Großprojekte auch einem Standort schaden? Stuttgart 21, da werden die Massen ein wenig gespalten. Gibt es die Gegner, die Befürworter? Was helfen solche Großprojekte? Naja, zunächst mal haben wir ja Großprojekte entwickelt, auch Immobilienprojekte entwickelt, wie das Mönchhof-Gelände, wie das Gateway Gardens-Gelände, wo Unternehmen sich neu in der Region hier angesiedelt haben. Das ist ja sehr, sehr positiv für die Region. Wir haben viel schon darüber gesprochen, wie gut sich die Region entwickelt hat. Dazu brauchen Sie solche neuen Immobilienprojekte. Und sie brauchen natürlich auch einen weiteren Ausbau der Infrastruktur. Das ist nicht nur der Flughafen, da ist es sehr erfolgreich gelungen, über die Mediation, über die regionalen Dialogforen, jetzt das Forum Flughafen Region. Es ist im Einklang der Region, mal unabhängig von der einen oder anderen Lärmdiskussion, die wir derzeit noch haben, auch die werden wir lösen. Auch dort haben wir wieder entsprechende Gremien eingesetzt, auch dort arbeiten wir an entsprechenden Lösungen. Aber insgesamt muss diese Region weiter wachsen. Sie wird auch weiter wachsen, weil sie so hoch attraktiv ist. Im kulturellen Bereich, im Freizeitbereich, alles auf Spitzenniveau. Und das finde ich so klasse, spricht sich zunehmend rum. Wenn Sie heute in Deutschland fragen, haben wir nicht mehr irgendein Schmuddel-Image, schon lange nicht mehr. Sondern wir sind in den Rankings ganz, ganz weit vorne. Wir kommen immer weiter nach vorne. Und daran arbeiten wir auch am Flughafen. Mit der neuen Landebahn haben wir die Kapazitäten. Natürlich werden wir damit auch weitere Bauprojekte realisieren. Das Terminal 3 steht an. Packen wir es an.
Da höre ich raus, genau wie wir es am Anfang schon sagten, diese Vermischung, diese Vielfältigkeit, die macht es aus. Herr Rehse, ein kurzes Schlusswort, denn wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Was ist aus Ihrer Sicht das, was jetzt Frankfurt wirklich voranbringen wird? Also das Faszinierende hier ist die hohe Dichte von erstklassiger Kultur. Auf unserem Gebiet ist das so, wissen Sie, in Berlin, wo ich lange gelebt habe, da brauchen Sie immer 45 Minuten, um von A nach B zu kommen. In Frankfurt können Sie mit dem Fahrrad auf den beiden Mainseiten vom Städel zum MMK, von der Alten Oper zum Mosonturm, zum Schauspiel zur Oper kommen. Und das sind alles Einrichtungen, die in ihrem Bereich erstklassig sind. Und das ist etwas, was ich unglaublich attraktiv finde, nicht mehr in der zugigen S-Bahn zu sitzen, sondern in 5 Minuten am Abend 2 Ausstellungen sehen zu können, wenn ich will, und noch ein tolles Konzert zu hören und danach noch in einen guten Club irgendwo zu gehen. Also das ist, ich finde, die Lebensqualität in Frankfurt ist sehr hoch. Herzlichen Dank. Ich finde es übrigens sogar sexy. Das passt doch wunderbar. Ein sexy Standort mit vielen Bereichen, vielen Möglichkeiten für Bewohner, für Unternehmen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie meine Gäste waren. Meine Damen und Herren, ja, Frankfurt, es hat für jeden etwas. Wir werden natürlich in den nächsten Sendungen ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen, was die einzelnen Bereiche sind, die da so speziell den Standort ganz nach vorne bringen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zusehen. Natürlich können Sie die Sendung noch einmal auf rhein-main-tv.de nachschauen oder auch auf der Seite mertonviertel-frankfurt.de nähere Informationen erhalten. Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.